Die Stadt und das Grün. Grünflächen, die Natur, sind wichtiger für die Stadt als die Häuser. Das ist eine These, die sich das Historische Museum für dieses Jahr 2021 stellt. Man verbindet die Geschichte einer Stadt immer mit Architektur, mit der gebauten Stadt. Aber das Verhältnis zu Grünflächen ist genauso wichtig in der Geschichte einer Stadt. Wie haben sich denn Parks überhaupt entwickelt im Laufe der Jahrhunderte? Die Frage ist, was bedeutet denn Garten für den Einzelnen, für die Einzelne? Wie wird Grün und Natur in der Stadt erlebt? Wie könnten neue Plätze und neue Grünflächen gestaltet sein? Das Historische Museum Frankfurt beschäftigt sich mit dem Thema Die Stadt und das Grün gleich in drei Ausstellungen. Eine große kulturhistorische Ausstellung, die Frankfurter Gartenlust. Das Stadtlabor Gärtnern jetzt mit über 50 Frankfurterinnen und Frankfurtern, Initiativen, Vereinen aus der Stadt, wo es um die Bedeutung der Grünflächen, der Parks und der Kleingärten für Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner heute geht. Und die Ausstellung des Jungen Museums Umwelt, Klima und Du. Wir werfen sowohl historische wie auch gegenwärtige Blicke auf das Stadtgrün hier in Frankfurt. Die Ausstellung Frankfurter Gartenlust verfolgt die Entwicklungslinien der öffentlichen Parks und Grünanlagen in Frankfurt seit Beginn der Niederlegung der Wallanlagen bis in die Gegenwart. Wir möchten mit der Ausstellung zeigen, wie wichtig das öffentliche Grün für eine Stadt ist und wie wichtig Grün für urbanes Leben ist. Frankfurt ist berühmt für seine Skyline, aber die wenigsten wissen, dass wir 50% Grünflächen haben. Die Stadt Frankfurt ist kosmopolitisch, sie ist international und sie ist auch sehr dicht gedrängt. Und eine Grünfläche in der Stadt, so wie jede andere Grünfläche auch, ist natürlich überlebensnotwendig. Mit den vielen Hochhäusern der schnell getakteten Innenstadt sind die Grünanlagen, sind die Parks der Stadt als Erholungsräume enorm wichtig. Und das macht diesen ganz besonderen Charme aus, diese unmittelbare Nähe von Stadt, von Dichte, auch von Lärm und eben diesen Ruhezonen in den Parks. Dieses Nebeneinander ist vielleicht das Spezifikum für Stadtbürger schlechthin, das Parks so außerordentlich anziehungsreich macht. Grünflächen in der Stadt bedeutet einen Luftaustausch, bedeutet, dass wir die Kühle wieder zurück in die Stadt holen. Denn versiegelte Flächen heizen sich sehr schnell auf. Begrünte Flächen kühlen das Mikroklima in der Stadt runter. Das ist natürlich gerade mit Blick auf die Klimawandeleffekte für das Zusammenleben und auch die Gesundheit in der Stadt besonders wichtig. Für die immer heißer werdenden Städte im Klimawandel ist die Bedeutung von grünen Flächen, von Klimaschneisen im Bewusstsein von allen Menschen heute. Sie sind aber auch darüber hinaus Zeichen einer Bürgergesellschaft. Sie haben eine Sprache. Ganz grundsätzlich gesprochen sind Parks und Gärten öffentlicher Raum, gestaltete Natur, für die Stadtbevölkerung gezähmt. Letztendlich sind es wir, die diese Plätze nutzen. Das heißt, sie sind auch die Möglichkeit, Zugang zu bieten für die verschiedensten Menschen. Das ist, glaube ich, für eine Stadtgesellschaft, die so vielfältig und international wie Frankfurt ist, enorm wichtig. Insofern sind sie auch Transiträume. Sie haben also auch eine soziale und eine befriedende Funktion. Parks sind von Kultur und der Gestaltung durchdrungen. Aber dass das so lange in die Geschichte zurückgeht, das wissen, glaube ich, die wenigsten. Mit 2021 bot sich das ideale Jahr an. 150 Jahre Palmgarten, 30 Jahre Grüngürtel. Und nächstes Jahr, 2022, feiert der Frankfurter Stadtwald 650 Jahre Jubiläum. So konnten wir das Stadtjubiläum mit der Ausstellungsidee verbinden. An diesen drei sehr unterschiedlichen Jubiläen kann man schon sehen, wie wichtig das Thema Grün und Natur für die Geschichte einer Stadt ist. Die Ausstellung hat sehr viele Facetten, die wir in 7 Themenräumen bündeln. Wir begeben uns sozusagen auf einen großen grünen Stadtspaziergang und sehen den Parks beim Wachsen zu. Wir zeigen die Vielfalt des Frankfurter Stadtgrüns anhand von vielen Exponaten mit vielen Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken, Büchern, Objekten aus unserer Museumssammlung, aber auch mit vielen Leihgaben von anderen Institutionen oder aus Privatbesitz. Neben tollen Sammlungsobjekten erwarten die BesucherInnen viele interaktive Bereiche hier in der Frankfurter Gartenlust. An Medienstationen können die BesucherInnen die Natur in der Stadt erkunden.
Wir nehmen die Besucherinnen auf eine Zeitreise durch die Frankfurter Parks. Im 14. Jahrhundert, als der Stadtwald erworben wurde, ging es um Jagdrechte, es ging um das Weiden von Tieren, Holz sammeln, um Brennstoff, also um ganz essentielle Lebensnotwendigkeiten, die mit so einer Grünfläche verbunden waren. Wir setzen ein im 18. Jahrhundert, als Frankfurt noch nicht so viele Parks hat und die Bürgerinnen sich Gärten vor den Toren der Stadt anlegten. Private Gärten gibt es in Frankfurt schon seit dem 16., 17. Jahrhundert. Dann fällt auf, dass die Stadt den Gärten und der Natur immer ein bisschen nachgewachsen ist. Mit der Auflassung der Stadtbefestigung, der Wallanlagen, dem Central Park von Frankfurt sozusagen, da beginnt diese Geschichte. Der Weg ins Grüne für alle war ein ganz wichtiger Punkt. Mit der Niederlegung der Wallanlagen hatte sich angezeigt, dass Parks oder öffentliche Grünflächen zum Konzept der Stadt gehören. Das wurde dann deutlich, als Frankfurt um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, ganz stark anwuchs. Und für all die Menschen, die in sehr beengten Wohnverhältnissen lebten und wenig Raum für sich hatten und große Familien waren, mussten Freiflächen zur Bewegung, zum Spielen, zum Tummeln geschaffen werden. Es geht weiter mit der Grünflächenplanung im neuen Frankfurt, die auch Selbstversorgung vorsah. Der Garten für das Existenzminimum spielte im frühen 20. Jahrhundert eine wirklich entscheidende Rolle. Frankfurt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als autogerechte Stadt wiederaufgebaut. Und der Schwerpunkt lag nicht unbedingt auf der Schaffung neuer Grünanlagen, aber dafür wurden viele bestehende Grünanlagen umgestaltet. Der Grüngürtel schließlich zeigt, wie wichtig dann das Grün für die Stadt wurde und wie Grün einfach dann auch nicht mehr wegzudenken ist. Vor 30 Jahren, 1991, wurde der Grüngürtel beschlossen und eine eigene Verfassung für diese über 8000 Hektar Stadtgrund festgelegt. Das ist ein Drittel der städtischen Gesamtfläche. Uns war hierbei wichtig, auch zu vermitteln, dass der Grüngürtel ein ganz wichtiger Bildungsraum ist. In der Gegenwart angekommen geht es um die geteilten Flächen oder den umkämpften Raum. Wir zeigen, wie sich die Parklandschaft immer mehr ausdifferenziert hat hier in Frankfurt, um auf diese ganzen Bedürfnisse einzugehen und denen Raum zu geben. Und hier wollen wir uns mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinandersetzen und zum Diskutieren anregen. Während der Vorbereitungen für die Frankfurter Gartenlust, aber auch für das Gesamtprojekt Die Stadt und das Grün, haben wir viele Initiativen, Vereine oder Aktive für das Stadtgrün kennengelernt. Ein besonderes Element, das sich durch die ganze Ausstellung zieht, sind die Parkgeschichten. Das sind zum Beispiel Perspektiven aus der Umweltbildung, dem Umweltschutz, Protest, aber eben auch Urban Gardening-Bewegungen. Und jetzt kann man überall an verschiedenen Orten in der Ausstellung unter Blätterdächern eine kleine Auszeit nehmen und diesen Parkgeschichten lauschen. Das Museumsteam arbeitet seit fast 3 Jahren an diesem Ausstellungsprojekt. Die Vorbereitung für eine Ausstellung läuft immer auf ganz vielfältiger Weise. Zum einen wälzt man unglaublich viel Literatur. Im Museum sitzt man sozusagen an der Quelle und schaut sich die Museumssammlung intensiver an. Bei einer solchen umfangreichen Ausstellung sind wir Kuratorinnen natürlich auf die Hilfe und Unterstützung von Expertinnen angewiesen. Und auf diese Weise sind enge Kooperationen entstanden. Das Senckenberg Naturmuseum ist ein ganz wichtiger Partner. Die Kulturregion Rhein-Main, das Institut für Stadtgeschichte und auch die Archive der beteiligten Ämter, vor allen Dingen des Grünflächenamts und des Palmgartens, waren ganz wichtige Quellen für uns. Es gibt unglaublich viel Literatur, Expertise, die man irgendwie sortieren und in der Ausstellung herunterbrechen muss. Was zu sehen ist, ist letztendlich die Spitze des Eisbergs. Wir sind jetzt eigentlich so gut vorbereitet und hätten noch so viele Objekte in petto, dass man schon die nächste Ausstellung zum gleichen Thema machen könnte. Ein Projekt dieser Größe ist auf Förderung angewiesen. Ich danke ganz besonders dem Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main, der Flughafenstiftung Frankfurt, der Klaus-Tschira-Stiftung für Naturwissenschaften und der Ernst-Max-von-Gornelius-Stiftung hier in Frankfurt und vielen anderen Förderern, die dieses Projekt möglich gemacht haben.
Die Ausstellung beschäftigt sich nicht nur mit der Vergangenheit und wie sich das Stadtgrün herausgebildet hat, sondern auch mit der Zukunft. Wir wollen mit der Ausstellung auch einen Diskursraum schaffen. Menschen in den Garten locken, die es bislang für sich noch so nicht entdeckt haben, dass Grün und Garten spannend sein können. Und ich glaube, die Auseinandersetzung über die Kunst und Kultur ist dann ein toller Zugang. Museen und Ausstellungen leisten immer einen Beitrag zum Bewusstwerden bestimmter Sachverhalte. Wie immer ist das Historische Museum mit seinen Ausstellungen am Puls der Zeit. Wie wichtig es ist, das Grün zu erfahren, nach draußen zu gehen, erfahren wir gerade jetzt in der Corona-Pandemie. Der Drang, selbst etwas beizutragen, das ist bei den Menschen in der Stadt angekommen. Und insofern sind Parks Repräsentanten des Bürgerstolzes, dass die Bürger ein Stück Stadt für sich in Anspruch nehmen und diese Parks auch gestalten. Dabei ist aber auch wichtig zu sagen, dass dieses bürgerschaftliche und freiwillige Engagement, das wir auch in der Ausstellung zeigen, die Stadt nicht aus der Verantwortung nimmt, die Grünentwicklung als festen Bestandteil eines integrativen Stadtentwicklungskonzeptes zu sehen und das auch wirklich umzusetzen. Als Umweltdezernentin wünsche ich mir, dass diese Grünflächen, die wir heute haben, Bestand haben, dass der Grüngürtel in die Region hinaus wächst. Es ist also nicht nur ein Wunsch, sondern es ist, glaube ich, auch wirklich ein Muss, dass wir die Grünflächen nicht nur qualifizieren, sondern auch quantifizieren. Und mit jedem Menschen, der neu nach Frankfurt zieht, brauchen wir auch ein Stück neues Grün. Dieses Nebeneinander von Grün, Hochhäusern und Kulturbauten. Ich glaube, dass wir bei der Innenstadtentwicklung in diese Richtung denken müssen. Hier erfährt man, wie die Grünflächen in die Stadt kamen. Und nur dann weiß man auch, wie wichtig es ist, die Grünflächen in der Stadt zu schützen und sich dafür einzusetzen. Und da können wir alle dazu beitragen. Es geht wirklich um die Frage, wie wollen wir in Zukunft in Innenstädten leben und welche Rolle spielt das Grün dabei?